Die können wir alle gar nicht machen. Schmied. Hacker. Was macht der Typ für Geräusche? Wo ist denn der Wissenschaftstyp? Hoppala, Entschuldigung. Ansonsten werde ich warte mal, was könnte denn hier Wissenschaft sein? Das Robotik ist. Okay. Mega kritische Treffer. Nehmen wir das. Bodenschaden des Feindes gelegentlich zu einer blutigen Masse explodiert. Vorsicht vor umherfliegenden Augäpfeln. Wissenschaft können wir anscheinend noch nicht machen. Das Holoband ist natürlich, ja, traurig, natürlich. Traurig und, was ist eigentlich, wenn ich jetzt in die Richtung hier latsche? Unsichtbare Wand? Wenn er wäre ziemlich behindert. Sieht so aus, als wenn man so gestrickt wäre, dass man hier nicht mehr hochkommt, oder? Doch, kommt man. Ich schau einfach mal, was hier ist. Hä? Eine Hütte? Hier ist noch eine Hütte? Mit allem möglichen Stuff, mit einem See bei? Habe ich mich erschrocken. Ich kaufe und verkaufe. Zeig einfach mal, was du hast. Dann schauen wir, ob wir uns nicht einig werden. Ich brauche im Moment nichts. Ich möchte mir mal lieber deine Hülle angucken. Die ist ziemlich awesome. Da ist nichts Vernünftiges drin. Relix. Ja, Relix ist schon mal gut. Okay, medizinischer, flüssiger Flüssigstickstoffspender. Ja. Okay, so eine einsame Hütte am Wegesrand. Oder am. Du. Was? Du kannst in. Achso, du kannst nicht in diese Richtung gehen. Wow. Okay, also wir haben auf jeden Fall was Cooles gefunden. Ich werde jetzt zur Markierung laufen und mal sehen, was wir da haben. Alter, geht eine Straße hin, da muss was sein. Wir ziehen hier einfach mal ein bisschen rum. Vielleicht ein bisschen weniger Action. Ein bisschen mehr auf Erkunden. Und dann schauen wir mal, was wir hier so alles haben. Hier zum Beispiel. Ist das hier schon? Ne, noch nicht ganz. Hier haben wir Nuka-Cola. Oh, leckerer Wein. Jetzt fehlt mir noch ein Stück Gäse und ein Boggit. 9 Fusionszellen. Alter. Gidi. Was? Gidia Buttercup Körper. Fett. Inventar. Was ist hier? G. Okay, das ist nicht sortiert. Warte mal. Okay, das ist also irgendein Bullshit, ne? Alter.
Eingestürzte Halle. Was haben wir noch? Das ist ein See, okay. Ich hab's kommen sehen. Gott. Ich weiß auch gar nicht so viel zu reden im Spiel, weil ich immer noch so fucking awesome. Weil ich das Spiel einfach so mega geil finde. Ja, das haben wir schon gedacht. Dass da wahrscheinlich im See irgendwas ist. Okay, wir werden. Pass auf, wir werden jetzt. Mülldeponie, da müssen wir, glaube ich, hin. Level 9 und fast ein halb sind wir. Das ist ja schon mal was. Von wenn man so guckt. Oh, jetzt ist es schon weg. Hast du mal einen Augenblick Zeit? Okay. Klar. Was gibt's? Was gibt's? Als wir uns das erste Mal trafen, hatte ich zugegebenermaßen meine Zweifel, was dich anbelangt. Aber du hast mich schwer beeindruckt. Jemand wie du kann die Minutemen wirklich retten. Warum ist es dir so wichtig, was aus den Minutemen wird? Als ich noch klein war, waren die Minutemen meine Helden. Eigentlich waren sie sogar die einzigen Guten in der Gegend. Mit 17 trat ich der Kompanie von Ezra Hollis bei. Ein echt toller Kerl, der wirklich an die alten Werte der Minutemen glaubte. Dort hatten wir ein paar gute Jahre. Ich fühlte mich als Teil von etwas, das größer war als ich. Und ich half dabei, das Commonwealth zu einem besseren Ort zu machen. Okay. Nein. Wir werden es natürlich mit dem Minutemen gut stellen, uns mit denen verbünden. Ich würde auch mal sagen, ihr habt etwas erreicht. Ja. Hört sich an, als hättet ihr wirklich etwas erreicht. Das haben wir auch, denke ich. Weiß ich. Aber wie du siehst, war es nicht von Dauer. Es gab sicher eine Menge Dinge, die mir nicht klar waren oder auf die ich nicht genug achtete. Du weißt schon, Politik, Rivalitäten, Feindseligkeiten zwischen den einzelnen Gruppen. Ich denke, General Becker hat alles zusammengehalten und dafür gesorgt, dass alle mehr oder weniger am selben Strang ziehen. Aber nach seinem Tod kam alles ans Tageslicht. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Diese Leute schimpften sich Minutemen. Eigentlich hätte ihnen ihre Pflicht den Menschen gegenüber wichtiger sein sollen als alles andere. Du denkst sicher, ich war ziemlich naiv, oder? War ich wohl auch. Und bin ich trotz allem wohl immer noch. Ich glaube noch immer, dass die Minutemen das sein können, wofür ich sie immer gehalten habe. Die Guten. Okay. Warum erzählst du mir das alles? Ich wollte mich wohl nur bei dir bedanken. Danke, dass du anders bist als der Großteil der Menschen, denen ich bisher begegnet bin. Wie dem auch sei, ich weiß zu schätzen, dass du dir das angehört hast. Jederzeit, Preston. Danke, Mann. Wir sollten da mal besser weiter. Alles klar, der Preston, der ist, den finde ich gut. Den mag ich. Alter, hier haben wir auch noch alles Mögliche. Wie awesome. Ich habe nie so eine kleine Ecke gerade mal gemacht und wir sind schon, weiß nicht, wie lange zugange. Da. Den Stecker ziehen. Da werden wir jetzt mal hin. Wo ist das denn? Ich glaube, da müssen wir hin. Zu den Ausgrabungen. Das Ding sieht natürlich auch nicht schlecht aus als Waffe. Okay. Ich werde jetzt in hier reingehen. Into the water. Nachdem ich hier alles einmal geguckt habe. Nein, Mama! Das war eine Haarklammer. Jawohl. Schön. Jet und Mentats. Du bist ziemlich geschickt mit einer Haarklammer. Aber natürlich. Stimpak und den Werkzeugkoffer, den entsperren wir auch noch. Na, da zu weit. Ja, da haben wir es. Geschafft.
Patrone, Patrone. Rest kann man da lassen. Okay, Hui! Dann werde ich jetzt, weil das ganze Zeug hier mega verseucht ist. Ach, war ja klar. Ich nehme jetzt erstmal. Kann man nicht rauszoomen? Erstmal Red Away. Dann ein Radix. Und dann Geronimo. Okay, mal kurz hoch. Mal kurz raus hier. Mal kurz gucken, wo der andere ist. Die andere Loch. Okay, dort. 3, 2, 1, Körper! Kann ich das von hier sehen? Ja, da hinten. Da sehe ich doch was. Okay, jetzt müssen wir mit Sally May Mathis, oder was? Mathis? Okay, schnell raus hier. Ich sagte schnell raus hier. Okay, dann werde ich mir jetzt nochmal ein Word away. So, das passt. Ein Water hat gereicht. Wow, wir sind mal wieder bei vollen TP. Da steht er. Sully. Es muss doch eine Möglichkeit. Ah, da ist es. Hallo, Sully. Könnte ich einmal kurz. Hättest du eine Minute für mich? Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Yay. Oh, wait. Ich kann nicht rennen. Warte, wir haben Gesellschaft. Ist natürlich jetzt nicht so geil, wenn ich nicht rennen kann. Oha. Aua. Ich mach doch schon kurz den Feuerschlüssel, warte mal, wie's. Schon, greif mich an. Nachladen. Und bam. Hallo, Sully. Meyer Lurks. Ist wohl keine Überraschung, dass Sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, keine Ahnung, wie tief das ist. Okay, 50 Kronkorken. Nice. Und nicht jede Menge EP. Ich möchte ja gerne mal nach da oben. Das reizt mich ja schon so ein bisschen, da nochmal einmal reinzuspringen. Aber nein. Das machen wir hinterher nochmal. So, des Weiteren würde ich sagen. Aha. Gehen wir dorthin. Hep. Nein, ich meine jetzt einfach mal Wasser, oder? Ah, das Wasser ist okay. So, da haben wir nämlich was. Okay. Was haben wir da Schönes?
Okay. Das sieht aus wie eine Latrine. Au! Salat! Mir von Sack. Okay, wir müssen mal mit irgendeiner Trulle oder so handeln. Dass wir. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier geradeaus durch. Und schauen, was wir da haben. Boah, Alter, macht das. Das Ding macht ja so. Gut wie gar kein Damage. Festen, wo bist du? Okay, was haben wir hier? Nichts. Ach, das ist das Kino, genau. Das Autokino, das ehemalige. Okay. Haben wir hier irgendwas? Ja, jetzt schießt er nicht drauf. Okay, das ist das, kennen wir schon. Ja, ja, dann sucht um. Ich will jetzt einfach mal eine kurze Sache machen. Ich will, ich reise einmal zu Trudy, die mir äußerst sympathisch ist, und verkaufe ein paar Dinge, das, was ich so habe, an Waffen und so. Weil verwerten bringt eh nichts. Oder eh nicht so viel. Deservision. Wie viel Schuss habe ich noch übrig? Du oder ich? Hi. Da? Wolfgang verrottet in der Hölle. Und ich kann ruhig schlafen. Danke. Brauchst du irgendwas? Ja, ich möchte gern den Wolfgang. Klar, ich schau mal, was du hast. Von allem etwas. Okay, meine Waffen. Das kann weg. Die behalte ich, die behalte ich, die behalte ich definitiv. Behalte ich, behalte ich. Kann weg. Kann weg, kann weg. Kann auch weg. Meine Kleidung, die Rüstung. Die kann weg, brauche ich nicht. Hilfsmittel lasse ich alles, diverses. Mein Schrott, das behalte ich. Okay. Annehmen. Okay, jetzt sind wir. Wir sind es auf. Ah, komm, 230 von 260, das geht klar. Weil ich habe jetzt nämlich irgendwie Lust. Ich schaue mal auf die Karte. Probleme. Bei Oberland Station. Bei der Oberland Station. So, sprich mit den Siedlern bei der Oberland Station. Dafür müssen wir dort unten hin, was nur ein verdammt weiter Weg ist. Wobei ich würde sagen, wir begeben uns mal hierhin. Ich sagte, hierhin. Okay, kurze Planänderung. Wir werden den Norden ein bisschen erkunden und ich werde die Minigun weglegen. Das, wenn ich, wo ich ihn jetzt gerade hier sehe. Dann müssen wir doch leider erst kurz nach Sanctuary reisen. Alter. Ratatatatatata. Also ganz schön. Ein Greenpoint Visor. RPV oder wie auch immer. Rotpunktvisier. Um mit einer Person zu reden, musst du sie ansprechen. Hallo. 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 Nee. Lol. Meine Waffen. Ich pack das erstmal weg. Kann ich denn Transfer? Okay, wenn ich jetzt auf meinen Schrott gehe und das alles weg,
Klebeband. Weg, 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 weg. Weil in der Werkstatt geht, glaube ich, so viel rein wie geht. Und deswegen...